vor mit einem. Meinungsfreiheit. Dialog. Mitbestimmung. Medien und Meinungsfreiheit sind Gradmesser für die demokratische Entwicklung eines Landes. In weiten Teilen der Welt sind freie Medien aber unter Druck. Zusammen mit Partnern fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung daher freie Medien und die Medienkompetenz. In mehr als 30 Ländern weltweit. Nur jeder siebte Mensch lebt in einem Land mit freier Presse. Und das bedeutet, fast 7 Milliarden Menschen sind von unabhängiger Berichterstattung ausgeschlossen. Doch freier Zugang zu Informationen und Meinungsfreiheit sind unveräußerliche Menschenrechte. Sie sind ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung. Denn nur dort, wo Menschen ohne Einschränkungen und unabhängig sich informieren und austauschen können, hat Demokratie eine Chance. Wie wichtig unabhängige Medien sind, zeigt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Fakten sind ein wirksamer Schutz gegen Falsch- und Desinformation. Der Krieg stellt aber auch die Medienschaffenden selbst vor große Herausforderungen. Коли почалася ця повномасштабна фаза війни, ми евакуювалися в місто Івано-Франківськ і освіту розвиваємо тут. Наша редакція працює з Харкова та з Франківська. Nakipila versorgt die Menschen in Kharkiv seit 2014 mit unabhängigen Nachrichten. Unterstützt vom BMZ und der DW-Akademie hat das Team außerdem schon über 2000 Lokaljournalistinnen und Journalisten aus allen Teilen der Ukraine ausgebildet. Ihr Angebot haben sie nach Ausbruch des Krieges angepasst. Ми займаємося безпековими тренінгами та допомагаємо діджиталізуватися медіа, які були лише в офлайні та втратили все. Eines der gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten ist laut Reporter ohne Grenzen aber immer noch Mexiko. Jeden Tag sind sie hier schweren Angriffen ausgesetzt. Von Drohungen über Verschleppungen bis hin zu Mord. Dabei bleiben 90% der Morde an Medienschaffenden in Mexiko unaufgeklärt. Mit Unterstützung des BMZ setzen sich Reporter ohne Grenzen und ihre Partner vor Ort für den Schutz von Medienschaffenden ein. Sie vermitteln juristischen Beistand, helfen Schuldige zur Rechenschaft zu ziehen und vernetzen Betroffene untereinander. Vielerorts fehlt der Zugang zu freier Information. Auch hier setzt das BMZ auf Partner vor Ort. In den abgelegenen Bergregionen des Himalaya und anderen Teilen Asiens unterstützt das Catholic Media Council Cameco mit Mitteln des BMZ eine Initiative, die 1500 Bürgerradios miteinander vernetzt. Radio Karikrom Nepali Chiliko Satma Upasthit Chu Ma Asha Kaur. Yes, radio ko haina sabai karyakram lai man parcha tara pani dherai jasto chai thirianger sunnai kina bhane tya dherai dukha ma pareka byaktitwa haruko athawa nari haruko haina ani sabai ko ekdamai ramro tarikale ani pramanit garnu huncha haina tesai karanle malai ekdamai man parcha. For most of the rural and far flung communities, a local community radio is the only source of life saving information. The support received from BMZ is helping us to enhance capacities of the stations in improving their content so that community members have the correct information. Eine weitere große Aufgabe der Gegenwart und der Zukunft lautet digitaler Wandel. Dabei geht es nicht um Zugang allein, sondern auch um den richtigen Umgang mit Medien. Social media brings us together as young people to fight for a common cause and ideals that we'd like to see a change in our country. Because there's a lot of fake news that happens on social media, there's a lot of bullying that happens, and there's a lot of language that incites hate and violence on social media in Namibia.
Bei MILI, einem vom BMZ geförderten Medienkompetenznetzwerk der DW-Akademie und ihrem Partner in Namibia, lernen Jugendliche den verantwortungsbewussten Umgang mit Medien und auch, ihr Wissen an andere weiterzugeben. That's the first question I always ask, what's the source? What's your source? Because if you have the wrong source, the information is most likely to be real. I think there's a freedom that comes with it. Freiheit bedeutet auch Zugang zu freien Medien und verlässlicher Information. Das ist die Voraussetzung für soziale, gesellschaftliche und politische Teilhabe. So können wir Krisen, Kriege und Konflikte überwinden, Armut und Hunger bekämpfen, mit den Folgen des Klimawandels umgehen und Chancengleichheit für Mädchen und Frauen schaffen. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern.